Hallo und seid ganz herzlich willkommen. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect 3. Wir sind hier gerade auf Tuchanka unterwegs. Um die Genophage zu besiegen. Wir können nicht einfach so rumsitzen. Dieser Ansaug ist es gefährlich, hier anzuhalten. Sehen Sie sich diesen Reaper an! Da draußen findet das Ende der Welt statt. So habe ich die. Und vergessen Sie nicht, sie zurückzubringen, wenn sie fertig sind, Mensch. Was denn für ein Reaper? Wie sollen wir einen Krieg führen? Ach, da. Nicht gut. Ganz und gar nicht. Geht's nicht weiter? Die Straße ist kaputt, der Konvoi kommt nicht durch. Turianer Geschwader Artemek, hier Shepard, wir wurden aufgehalten. Nicht angreifen! Negativ, Commander. Abbruch nicht möglich. Der Reaper weiß bereits, dass wir da sind. Ein Luftangriff allein reicht nicht. Wir müssen am Kampf teilnehmen. Verdammt! Neue Straße bauen? Egal. Weiter jetzt. Oh, Scheiße! Kontrolle verloren! Kann ihn nicht hochziehen! Weg hier! Shepard, was ist denn los? Rex, bringen Sie sofort die Frau hier weg! Los! Artemek, hören Sie mich! Wir müssen abbrechen, Commander. Der Reaper reißt uns in Stücke. Verstanden. Retten Sie Ihre Piloten. Wir finden einen anderen Weg. Rex, empfangen Sie das. Sind alle okay? Ja, nur Kratzer. Nichts, was der Solarianer nicht zusammenfliegen kann. Reefs Truck hat's auch rausgeschafft. Was zum Teufel? Die Turianer mussten den Luftangriff abbrechen. Wir brauchen einen neuen Plan für den Reaper. Erst müssen wir sie finden. Wo sind sie gelandet? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Commander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Sie finden doch immer einen Weg, Shepard. Kämpfen Sie sich durch, wir treffen uns dann schon. In der Vergangenheit konnten die Kroganer tatsächlich malen. Eine Vergangenheit, die der Nuklearkrieg ausradiert hat. Was haben Sie gesagt, Rex? Kämpfen Sie sich durch, wir treffen uns dann schon. Nichts wird dieses Heilmittel aufhalten. War das jetzt eines der Artefakte, die ich dem Händler da in der Hand drücken soll? Bin mir nicht sicher, ob ich das damals so gekonnt gelöst habe. Oh, warte mal, hier komme ich her, oder? Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das damals gelöst habe, indem ich dem Händler Artefakte in der Hand gedrückt habe, oder ob ich irgendwann so frustriert war, dass sie gesagt haben, naja, scheiß drauf, er schießt ihn halt. Hat sich das eben nicht angefühlt. Rex, spüren Sie diese Erschütterungen? Hier oben nicht. Es könnte etwas anderes sein, Commander. Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, soll in diesem Gebiet leben. Ein weiterer Grund, Ihren Arsch da rauszubewegen, Shepard. Beeilung! Na ja, toll. Will ich wirklich wissen, was Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, ist? Wenn Kroganer einem Dreschlund einen Namen geben, bedeutet das Ärger. Sie glauben nicht, dass den jemals einer tötet. Ich kann übrigens nicht speichern, ne? Was ist das denn? Keine Ahnung, aber wenigstens ist es tot. Unmöglich. Shepard, sowas kennen wir doch schon. Wirklich? Ich will verdammt sein. Sieht aus wie eine Art Rachni. Sie verarschen mich doch. Aber wie? Die Königin, die Sie auf Noveria verschont haben, hat Frieden zugesagt. Die hier ist anders. Mutiert. Rieseninsekten lügen wohl genauso wie alle anderen. Rex, die Gerüchte sind wahr. Wir haben hier Rachni.
Ich weiß. Ein paar haben uns gerade angegriffen. Darum kümmern wir uns später. Jetzt zählt nur der Mantel. Alles klar, wir suchen einen Weg nach draußen. Schnell! Wenigstens speichert das Spiel selbstständig. Oh nein. Da vorne scheint Licht zu sein. Ganz was Neues. Ein Teil von Tuchanka, der nicht bloß Schutt und Asche ist. Da fragt man sich, was aus den Kroganern wohl geworden wäre, wenn sie den Laden nicht gesprengt hätten. Rex, wir sind wieder draußen. Wenn Sie die Sonne sehen, ist das ein Fortschritt. Und grün. Ich dachte, hier wachsen keine Pflanzen mehr. Sie sehen die Hoffnung. Alles, was davon auf Tuchanka noch übrig ist. Einst war diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Shepard, dieser Reaper treibt immer noch sein Unwesen bei dem Mantel. Finden Sie einen Weg da raus, dann holen wir sie ab. Ich hätte nie gedacht, wir sind dabei. Was in den Kroganern steckt. Ich würde gerne wissen, wie wir das mit dem Reaper machen. Bank. Vielleicht hat Eva recht. Die Heilung der Genophage könnte den gewünschten Effekt haben. Und wenn sie sich irrt? Wollte gerade sagen, sieht schon so nach Kampfareal aus. Und hier liegt überall Munition. Gebiet genau beobachten. Ja, verdammt. Hier lasse ich mich nicht überfallen. Noch ein Beben. Das war bestimmt Kalros. Scheiße. Wachsam bleiben. Ich glaube, der Kampf gegen Kairos war damals furchtbar anstrengend. Es ist noch nicht vorbei. Ah, nein. Alle erwischt. Für den Moment. Hab aus Versehen von Panzerbruch auf Brand gewechselt. Rex, Sie hatten recht mit Kalros. Sie ist unterwegs. Ja, wir haben da einige Ideen. Was denn? Nicht jetzt, Rex. Der Commander hat genug Sorgen. Was ist los? Eine verrückte Idee, über die wir später reden. Sehen Sie jetzt zu, dass Sie da rauskommen. Shepard, vor uns ist eine Brücke. Wenn Sie die finden, sammeln wir sie dort auf. Wir sind gerade ein wenig beschäftigt. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Ich hasse diese Typen. Ja, so ein MP ist schon nicht schlecht. Speichern.
Shepard, wir sind gleich unter der Brücke. Kommen Sie runter, dann geht's zum Mantel. Alles klar. Moment, Kalros! Rex? Abbrechen, wir verschwinden von hier. Kalros Territorialinstinkt bestätigt. Sie kriegt uns nicht. Ja, dann... Bis da was uns blüht. Weiter, Shepard. Wir versuchen, das Ding abzuschütteln und sie zu finden. Dreschlund kommt näher. Erzählen Sie mir lieber was Neues. Metall im Truck ist ausgezeichnet. Und wo sind wir Ihrer Meinung? Jetzt bin ich irgendwie froh, dass wir nicht in dem Truck sind. Und das Schlimme ist, Rex hat vermutlich auch noch Spaß dabei. Achtung, Sie kommen zurück. Ich kümmere mich darum. Jo. Shepard, Rex fährt den Truck und ist beschäftigt. Leben Sie noch? Wir tun unser Bestes. Wie läuft's bei Ihnen? Anstrengend, aber unterhaltsam. Kairos ist ziemlich hartnäckig. Reeves, bleib dran. Schneller. Ich rieche den Atem von diesem verdammten Ding. Ja, mit so einer MP kann man in den meisten Videospielen richtig schnell Lebenspunkte wegsägen. Deswegen feiere ich die Dinger eigentlich sogar. Bei den Videospielen... Shepard, wir haben Kairos fast abgehängt. Kommen Sie da runter, wir finden Sie schon. Weil die in Videospielen echt praktisch sind. Shepard, hier rüber. Reeves, behalt den Schlund im Auge. Ich will nicht, dass er sich anschleicht. Beeilung, Rex! Wir sind ungeschützt! Bewegung! Es ist Kalros! Los, Shepard! Wir sind drin! Los! Was ist mit Reef? Der ist hinüber. Und er war sowieso eine Nervensäge. Bringen wir es zu Ende. Auf uns wartet ein Reaper. Hoffentlich gibt's einen Plan B. Wir hatten schon öfter schlechte Chancen. Aber bis zu diesem Turm, ich weiß nicht, Shepard. Wir heilen die Genophage um jeden Preis. Alles, was mein Volk jemals sein wird, hängt davon ab. Dann hoffe ich, dass die von Ihnen erwähnte Idee auch gut ist. Eigentlich von ihr. Kalros, wir locken Sie zu dem Reaper. Geht das überhaupt? Strategie klar. Reaper ablenken und von Turm weglocken, während Heilmittel synthetisiert und freigesetzt wird. Warum sollte sie denn kommen? Die Legende sagt, sie ist die Mutter aller anderen Dreschlunde. Das hier ist auch ihr Zuhause. Kalros verkörpert unseren Jähzorn. Noch niemand hat eine Begegnung mit ihr überlebt. Ich habe schon viel riskiert, aber das klingt völlig verrückt. Und der direkte Kampf gegen die Sovereign nicht? Nur so kommen wir zu dem Turm und können das Heilmittel freisetzen. Wir haben keine andere Wahl. Aber wie rufen wir sie? Der Turm steht in einer Arena zum Ruhm von Kalros. Die Salarianer dachten, sie würde Eindringlinge fernhalten. Scheint geklappt zu haben. Dort sind die zwei größten Schlundhämmer, die es gibt. Wenn sie sie aktivieren, kommt Kalros und der Reaper ist beschäftigt. Währenddessen Synthetisierung des Heilmittels im Labor. Sorgen wir dafür, dass wir alle lebend hier rauskommen. Diese Geschichte muss erzählt werden. Moment. Was auch geschieht. Sie sollen wissen, sie waren ein Streiter für das kroganische Volk. Ein Freund des Erdnot-Clans. Und ein Bruder für mich. Für jeden neugeborenen Kroganer bedeutet Shepard, ab jetzt Held. Und jetzt zeigen wir ihnen warum. Los, ich schaff das. Ich bin Erdnot Rex,
Und das ist mein Planet! Bis dann auf der anderen Seite. Vorwärts, Shepard. Heilmittel wird bereit sein. Los, greifen wir an! Ich hatte gerade nicht hingesehen. Habe ich aus Versehen... Habe ich jetzt wirklich aus Versehen ein positives Event verpennt? Shepard, die Rachen sind erledigt. Aber jemand muss diese Schlundhämmer anheben, bevor sie einsetzbar sind. Wir haben zu tun, Rex. Zum Glück bin ich ja da. Ich kümmere mich darum. Gehen wir mal oben rum. M5 Phalanx. Oh, ich hab... Achso. Aber ich kann die ja jetzt nicht unterwegs modden, deswegen drauf geschissen. Shepard, ein Glück. Ursprungsstamm im Lager. Bereite jetzt Heilmittel vor. Schnell modden. Wir sind hier draußen überall. Heilige Scheiße, links von uns! Au. Alle in Ordnung? Ich bin okay. Größtenteils. Ich wurde gerade von einem Reaper beschossen. Betrachten Sie es als Training. Okay, Shepard. Die Hämmer sind oben. Sie müssen beide aktivieren. Und gehen Sie dem Riesenlaser aus dem Weg. Sie machen wohl Witze. Bleiben Sie in Bewegung. In Deckung bleiben. Ich bin nicht sicher, ob nur Deckung dafür ausreicht. Oh, ich komme hier nicht in Deckung. Scheiße. Und diese Sequenz ist furchtbar bedrückend. What the fuck? Okay, Shepard. Die Hämmer sind oben. Sie müssen beide aktivieren. Und gehen Sie dem Riesenlaser aus dem Weg. Sie machen wohl Witze. Bleiben Sie in Bewegung. In Deckung bleiben. Ich bin nicht sicher, ob nur Deckung dafür ausreicht. Heilige Scheiße. Sackgasse. So, jetzt wohin? Hat aber mal jemand ordentlich Eier. Los, rücken wir vor. Links von uns, einer der Hämmer. Der zweite ist auf der rechten Seite. Das Problem ist, da überhaupt hinzukommen. Au. Das ist verrückt. So, wo ist der Hammer? Oh lol, au. Auge des Hurricanes. Ich habe gerade nicht gesehen, was Auge des Hurricanes tut. Oh, what? Au. Ich habe nur leider gerade ein ganz, ganz schlimmes Muskelgedächtnis, weil in Assassin's Creed Odyssey ist Ausweichen auf Alt. Oh,
Mach ich hier gerade irgendwas falsch? What? Okay, ich muss nach rechts. Dings hier hat gerade was von links erzählt. Was soll denn die Scheiße? Na gut. Ich bedanke mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.